früher hier beheimatet, sind aber Anfang des Jahres, glaube ich, umgezogen zur Bahnhofsallee. Und ja, in diesen Räumlichkeiten befinden wir uns hier. Ganz vorne ist ein großer Spiegel. Das ist auch noch ein Relikt aus der Zeit des Dial. Das ist ein Spiegel von Geometer, damit konnte man Lichtmessungen durchführen. Der ist jetzt Teil der Installation. Die Installation besteht eben aus dem Spiegelgoniometer und hier bei mir befindet sich noch ein ganz normaler Haushaltsspiegel sowie drei Theaterscheinwerfer, die den Raum abscannen. Kann man auch umschalten. Mal haben die, also einer davon zumindest, hat mal einen großen Breitenstrahl oder man kann ihn aufteilen in drei kleine Strahlen. Dann wird gleichzeitig noch Nebel versprüht, was eben auch besondere Effekte gibt, wenn er dann durch die Strahlen wabert. Man kann mit den Lichtstrahlen spielen, indem man die Hand reinhält oder sich Füße oder so. Das gibt dann eben auch noch besondere Effekte. Die ganze Installation stammt von Diana Ramakers. Das ist eine niederländische Künstlerin, 43 Jahre alt, hat Kunst studiert in den Niederlanden und auch in Deutschland. Und ihr zentrales Thema ist das Licht. Sie beschäftigt sich mit Malerei auch. Da ist also auch Licht und Schatten ihr Thema. Oder macht halt solche Installationen hier. Das ist eine der wenigen Künstlerinnen, die sich damit auseinandersetzen. Das ist also trotzdem mehr so die Männerdomäne. Nein. Also der Raum ist das ehemalige Lichtlabor des Deutschen Instituts.
der Installation von Diana Amakas, das ist eine niederländische Künstlerin, ist 43 Jahre alt, hat Kunst studiert in Deutschland und in den Niederlanden, unterrichtet heute auch selber in Maastricht an der Universität und lebt und arbeitet sonst in Kerkrade. So hat sie mich zu ihrem zentralen Thema in der Kunst gemacht, beschäftigt sich mit Malerei, da auch mit Licht und Schatten, und macht halt solche Installationen. Theaterscheinwerfer, unterschiedliche Scheinwerfer von meinen Einheiten.
Ja.